Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, was soll ich sagen, es tut mir leid, dass das Video heute ein bisschen später kommt. Allerdings ist es leider nicht anders möglich. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso hat er das Handy in der Hand? Das hat den Grund, dass ich ein Ansteckmikrofon bestellt habe und das leider noch nicht angekommen ist. Und ich habe relativ hohe Wände, die sind 3 Meter hoch. Und da hält es leider so sehr. Das ist auch relativ schwierig unterzubekommen. Von daher dient jetzt aktuell mein Handy als Mikrofon. Ich weiß, es ist nicht die beste Qualität, aber besser als der Hall. Wie ihr gesehen habt, habe ich ein bisschen zugenommen. Das liegt daran, dass ich sportlich einfach voll geworden bin. Ich habe jetzt überlegt, wieder anzufangen und darum geht's heute. Ich habe nämlich MadBuds nochmal angeschaut, Freeletics und bin ehrlich gesagt nicht mehr so ganz von den ganzen überzeugt, wie ich es mal war. Und nach langem Recherchieren bin ich auf eine App gestoßen. Und das ist für mich die Zukunft der Trainings-Apps, meiner Meinung nach. Und diese App möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Und zwar geht es heute um die App Get a Workout. Get a Workout ist eine App, die entwickelt wurde von Hamburger Studenten. Das Ganze ist eine recht coole Sache. Es gibt Live-Workouts. Leider ist im Moment niemand online. Es gibt aufgezeichnete Workouts. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt ganz kurz. So sieht das Ganze aus. Das Ganze hat so eine leichte Atmosphäre von diesen Fitnessstudios, also wo man in der Gruppe gemeinsam Workouts macht. Ist ziemlich cool gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit, Time Workouts zu machen. Das Ganze geht dann sehr nah an MadBuds und Freeletics ran, nur dass das Ganze hier besser gelöst ist. Bei Freeletics und MadBuds geht es um die Wiederholungen, hier geht es um die Zeit. Das heißt, so viel Wiederholungen, wie man in dieser Zeit schafft, so viel schafft man. Mehr braucht man nicht schaffen. Ja, das ist eine ziemlich coole Sache. Ich werde es die nächsten Wochen austesten und euch meine Meinung sagen. Und nun würde ich sagen, reden wir ein bisschen über die Zukunft des Kanals. Und zwar ist es so, dass ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe über mein zukünftiges Programm. Und zwar möchte ich immer Dienstag ein individuelles Video bringen. Das heißt, entweder ein Story-Video, ein Vlog, wo ich einfach gerade Bock drauf habe. Donnerstag wird der Fact-Time-Tag, denn das war früher auch schon der Fact-Time-Tag. Und Sonntag möchte ich einfach so ein bisschen meine Trainingsresultate festhalten. Das heißt, ich werde die Woche über so dokumentieren, was ich trainingsmäßig bis jetzt erreicht habe, ernährungsmäßig und so weiter. Und das schneide ich dann einfach für Sonntag für ein Video zusammen. Und ich denke, damit habe ich die Woche sehr gut abgedeckt. Und ja Leute, das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, abonnieren, eure Meinung schreiben, nicht vergessen. Hiermit bin ich raus. Ciao!